Logoplaketten oder Schriftzüge lassen sich sehr gut mit einer 3D-gedruckten Vorlage erstellen. Im 3D-Drucker wird ein Positiv und eine passende negative Gegenform ausgedruckt. Die beiden Platten haben aufeinander passende Bohrungen, die mit ausgedruckt wurden. In diese Löcher werden Schrauben gesetzt. Ein passend gebohrtes Blech wird in das Sandwich gesetzt und anschließend verschraubt. Am besten legt man dieses Paket anschließend auf einen Amboss. Es kann sein, dass sich die Treibform noch nach außen biegt, da das Blech zwischen den beiden Formen ein genaues Einpassen der Hälften noch verhindert. Im nächsten Schritt wird die Oberfläche der Treibform mit dem Kletterhammer abgeklopft. Der flache Kletterhammer verteilt die treibenden Schläge auf eine größere Fläche. Beim 3D-Druck ist es wichtig, dass die tragende Schicht nicht zu dick ist, sondern flexibel bleibt. Sonst würde die Form brechen. Wir hatten einige Filamente ausprobiert und sind am Ende bei PLA angelangt. Nur PLA hat die nötige Härte, um die Feinheiten zu übertragen. Wir zeigen später noch die Resultate mit anderen Kunststoffen wie Nylon oder PET. Die Form wird nicht nur an einer Stelle getrieben, sondern die gesamte Fläche abgeklopft. Man sieht an der Form sehr gut, wo man bereits die Form getrieben hat, da sich das Relief des Logos oder der Schrift deutlich an der dünnen Trägerschicht abzeichnet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Treiben ausreichend war, können Sie ohne weiteres eine Schraube lösen und in die Form schauen. Durch die passgenaue Halterung wird das Blech anschließend wieder passgenau liegen. Die Form wird am Ende ganz geöffnet und das Blech herausgenommen. Man erkennt ganz deutlich das gewünschte Logorelief. Betrachtet man die Details ganz genau, sieht man, dass die Zeichnung bis ins tiefste Detail mit übertragen wurde. Wir haben zu testen für ein weiteres komplexes Logo zwei Platten mit unterschiedlichsten Materialien ausgedruckt. Zum einen eine Platte mit Nylon mit normaler Auflösung und eine Platte mit hoher Auflösung in PET. Bei dem Nylon-Druck fehlten schon von Anfang an die feinen Details. Die PET-Form ist zu weich. Das getriebene Blech verursacht an den Formrändern Quetschungen und das Material gab nach. Die kleinen Feinheiten sind sogar aus der Form herausgebrochen. PLA verhält sich hier wesentlich stabiler und kann mehrfach verwendet werden.